Ja, also nach dem zähen Ringen im Südteil der Insel wurde der Gegner zurückgeworfen. Das haben sie alles selbst hautnah erleben dürfen. Wo sie noch hier zu sehen, und zwar heil in einem Stück. Allerdings haben wir jetzt eine gewisse Regenerierungsphase eingelegt, in der wir versuchen wollen, unser Material aufzufrischen. Die gegnerischen Kräfte, also zur Lage, die gegnerischen Kräfte sind nach schweren Verlusten ausgewichen, befinden sich nördlich bzw. östlich des Mauerraums. Versucht sich neu zu ordnen. Die bekannten 331er Mordschützen, die 332er Mordschützen und die 677er Gardefallschirmjäger sind allerdings nicht in der Verfassung, jetzt nicht mehr kämpfen zu wollen. Im Moment ist allerdings nicht klar, welche Position sie aktuell innehaben und welche Absichten sie haben. Sicher ist jedoch, dass der Gegner versucht, unsere Logistik weiterhin durch Jagdkampf zu stören. Wir bereiten uns eigene Lage, wir bereiten uns also, wie gesagt, zur Fortsetzung des Angriffs über den VRV hinaus in Richtung Norden und Osten fort. Hauptziel ist dabei der Flughafen. Dazu werden weiterhin große Mengen an Mengenverbrauchsgütern an den vorgeschobenen Versorgungspunkten benötigt. Einer davon ist in Ihrer Verantwortung, hier dieser Ort. Ihr Auftrag ist es, die Sicherung oder den Transport der in Verbrauchsgüter von King's Arms, das ist ein englischer Versorgungspunkt, hierher sicherzustellen. Dazu sichern Sie zunächst die Ortschaft hier, falls noch Versprengte sind. Anschließend besorgen sich die Versorgungsgüter in King's Arms. Eingeteilt ist das Jägerbataillon 258 mit der 5. Jägerkompanie 258, mit dem 1. Zug und den Gruppen Marder und Keiler. Der Luftraum ist noch immer umkämpft. Der Gegner kann nach wie vor örtlich und zeitlich die Lufthoheit erringen. Eigene Kräfte ab USS Freedom gewinnen aber insgesamt die Oberhand. ABC-Lage. Es gibt bisher keine Anzeichen dafür, dass ABC-Kampfmittel eingesetzt wurden oder eingesetzt werden. Die Zivilbevölkerung ist praktisch nicht vorhanden, brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Was ich zur Lage zu sagen habe. Wir haben schwere Kämpfe hinter uns, aber die sind noch nicht vorbei. Der Gegner ist teilweise versprengt, der Gegner ist frustriert, aber kampfbereit. Achten Sie also auf jeden Fall darauf, ständig in Eigensicherung zu agieren. Ihr Ziel für heute, Ihr Auftrag ist es, die Sicherung der Ortschaft Lage durchzuführen, Lage durchzuführen und die Transportwege nach King's Arms zu prüfen. Die Transportwege sind jeweils 200 Meter links und rechts der Straße zu sichern. Eingeteilt sind sie. Geländetauf und die Orientierung entnehmen Sie bitte der taktischen Karte. Es kommt mir darauf an, dass die Bereitstellung der Massenverbrauchsgüter rechtzeitig und ohne Verlust bis zum jeweiligen Bestimmungsort erfolgt. Dazu befehle ich Abmarschzeit bzw. Start des Auftrags sofort. Ablaufpunkt ist unser aktueller Standort hier. Die Bewegungslinien entsprechen dem lokalen Weg von und nach King's Arms. Meldepunkte, falls erforderlich, bei jedem Marschhalt bzw. bei jedem Eintreffort. Entschuldigung. Einzelauftrag. Die 5. Jägerkompanie 258 stellt ein Vorauskommando und meldet die beabsichtigten eigenen Bewegungen im Objekt King's Arms bei dem britischen Verbindungsoffizier. Das ist ein Master Sergeant Brayman von der 8. Royal Mechanized Regiment. Halten bei Feind sofort und entschieden niederringen bzw. vernichten. Halten beim Erreichen des Auftragsziels ist, Sie melden sich bei Fuchsbau und warten weitere Befehle ab. Qualitätsunterstützung wird vom Bataillonsgefechtsstand in der 1. Jägerkompanie bereitgestellt. Abwehrmaßnahmen, Bereitschaftsgrad ist abwehrbereit, Feuerregelung, Feuervorbehalt, außer bei Angriff auf eigene Stellung. Der ABC-Warndienst wird durchgeführt durch den Divisionsrundschalltarif auf 9190 MHz.
Und ABC-Abwehrpunkt ist der Bataillonsgefechtsstab bei der 1. Jägerkompanie 258. Verhaltener Ausfall, Sammelpunkt, nächste eigene Einrichtung. Wenn Sie also versprengt werden, wenn irgendwas schief geht, gehen Sie einfach zur nächsten militärischen Einrichtung und versuchen von dort Verbindung aufzunehmen. Der Rückweg wird angetreten auf Befehl Fuchsbau. Der Versorgungsdienst obliegt dem S4 bzw. dem Kompaniefeldwebel. Gefallenen Sammelpunkt ist nächster geeigneter Aufnahmepunkt. Versprengten Sammelpunkt Dito, Kriegsgefangenen Sammelpunkt ebenfalls. Lagemittel Instandsetzung kommen ab Bataillonsgefechtsstand respektive ab 1. Jägerkompanie 258. Was für ein Idiot hat denn da 91 geschrieben? Mein Gott, bin ich richtig. Personalersatz findet zurzeit nicht statt. Zivil-militärische Zusammenarbeit entfällt, keine zivile Verwaltung mehr vorhanden. Marschkredit entfällt ebenfalls, Sie marschieren auf Befehl. Der Zuggefechtsstand ist ab Umfrequenz 80-3 mit dem Rufnamen Fuchsbau jede volle Stunde 10 plus 10 Minuten für 10 Minuten zu erreichen. Erkennungszeichen grüner Rauch, Lichtzeichen grün ist eigene Kräfte, roter Rauch, Lichtzeichen rot ist Feindkräfte, gelber Rauch, gelbes Lichtzeichen verbündete Kräfte. Ihre Parole lautet für heute Anruf Butter, Antwort Stulle. Das ist gültig bis zum nächsten Tag zu 18 Uhr Zulu. Funkspunkte werden keine verwendet, Funkstille ist weitestgehend einzuhalten. Stichwort und Verfahren für Frequenzwechsel auf Befehl Igor werden Sie plus 1 MHz einstellen. Im Vergleich, es ist jetzt. Gut. Wann haben wir es denn jetzt? Komm her, die Uhr. Ist jetzt danach 2. Ja. Haben Sie noch Fragen? A-Frage, ich fasse mal kurz zusammen. Wir überprüfen und sichern Objekt Kingsgate sowie die Route ASR 4801 Alpha bis nach King's Arms. Richtig. Ja, verstanden. Weitere Fragen? Ja, Erreichbarkeit Fuchsbau war zur vollen Stunde für 10 Minuten. An alle, achtet auf jeden Häusereingang etc. Kann sein, dass hier immer noch versprengte Soldaten sich verschanzt haben. Meinst du, was das waren? Es waren halt Russen, noch zwei Stück hier irgendwie, ne? Die haben sich verschanzt, um eine ganze Gruppe anzugreifen? Ja, keine Ahnung, Vorhut von irgendwas oder da. Fuchsbau sagte ja, dass da hier noch was in der Ortschaft ist. Achso. Ich hab mich auf jeden Fall mega erschrocken. Ja, auf jeden Fall. Weiter Marsch. Also was ist uns, glaube ich, in der ganzen Geschichte noch nicht passiert? Nee. Das einfach mal... Wow! Links neben uns einschlagen. Macht euch vor, tut sich vor, hinter das Gebäude. Warte, ich habe nichts gesehen, ich weiß nicht, von wo das kam. Dreht ein Stück vor. Das kam von rechts, auf jeden Fall. Tagedeckte Feindrichtung. Rück ein Stück vor, so dass du gucken kannst. Jo, reicht. Beschuss von vorne. Joker suchte meine Position, dass du ein bisschen auf die Ferne schauen kannst. Okay, ja, scheiße, ich konnte jetzt nicht sehen, ob es ein Schütze war. Da läuft irgendwas auf dem Friedhof rum. Aber hat keinen Helm auf. Ich weiß weder, wo der Friedhof ist, noch ist es rechts von uns. Rechts von uns ist ein Friedhof. Ich habe alles im Blick, keine Sorge. Boah, Alter, die RPG hat uns so ganz, ganz knapp verfehlt, ja. Na, ja, ich hab's links im Spiegel nur rauchen sehen. Ist so ungefähr 2 Zentimeter an meinem Kopf hergeschossen. Sascha, hast du irgendwas auf dem Thermabild? Negativ, bis jetzt gar nichts. Kommen. Verstanden, Ende.
wenn hier eins kommt? Hört. Bis zur Kreuzung scheint alles gesichert zu sein. Verstanden, dann Konvoi weiter Marsch. Schon rechts. Sascha, geh mal mit dem Werbebild rechts durch. Da steht auch ein Truck von uns, ne? Fahrzeug 2 nach 10 vor, dass ihr in Schütze Kirche habt. Keine Einsicht auf irgendeine WM-Signatur kommen. Ja, eins verstanden. Ende. 1 hier 3 kommen. Ja, 1 kommen. Soll ich weiter in Umgebungssicherung machen oder die rechte Seite genau im Auge behalten kommen? Einmal rund umschwenken. Schütze 1. Fahrzeug 2, sobald ihr den Gurt die Straße freigemacht habt, verweist du auf meine Position, man kann Zebrastreifen vor, teile mal um 2, 360 und Fahrzeug 2. Dingo, links abbiegen, mir folgen. Okay, wir können weiter. Dingo, halt. Mir folgen. Ziehen an alle Lageinformationen. Wir werden uns jetzt noch einmal im Kreis durch die Stadt bewegen, anschließend dann weiter Richtung King's Arms verlegen. Das Ganze abgesessen. Ende. Eins hat Zucker. Hier eins, komm. Ich hab nicht gesehen, ob sie geradeaus oder rechts abgebogen. Ich stehe rechts. Fahrzeug 1. Alle, dann Gruppe weiter Marsch, wie besprochen, Teilemaler 1 überprüfen, Gebäude rechtsseitig der Straße, Razor und ich werden Gebäude linksseitig Straße prüfen, Joker bleibt bei den Fahrzeugen, wir bewegen uns jetzt einmal im Kreis, Teilemaler 1 übernimmt Route, Fahrzeug 1, Fahrzeug 2, weiter folgend, ausführen. Okay, ich versuche hier mal zu wenden. 1 geht. Also hier rechts reinzufahren. Fahrzeug mal ein bisschen Rücksicherung. Ich vermute mal, wir kommen nicht über die Steine hier voraus.
Konvoi halt. Obwohl, wir haben da eigentlich einen Joker eingeteilt, aber ja, schadet auf jeden Fall nichts. Joker ist nur ein Ziel für einen Schützer. Ja. Nichts gegen eine große Gruppe ausrichten. Na gut, wenn er sehr gut ist, dann schon. Ja, ne, passt schon, sicher nach hinten. Ist schon in Ordnung. Ja, die Seiten kann ich sowieso nicht, obwohl doch mit rechts. Ja. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und das ist der Dingo kann auch die rechte Seite, also mal hin. Auf der anderen Straßenseite gesichert. Ha, verstanden, dann können wir weiter. Marsch, nächste Kreuzung rechts, Trennung. Made Angst, das zuständige Gebäude links überprüfen. Ich gehe mit Razor einmal links die Straße runter. Konvoi war eigenständig an den nächsten Straßeneinwendung wieder halten. Komm mal Marsch. Alles geht. Versucht der Infanterie mal so viel wie möglich Deckung zu geben und fahr dann nah ran. Alles gut, ich sag immer nur die Lage. Was ist denn los? Fühlt sich nicht so gut an. Glocke verwundet. Besser ins Gebäude. Halbschlägerei. Soll ich einen Socke verstopfen und 10 Meter vor? Nein. Prüfen.
Eierteile voran. Ah, guck mal, meine Position selbstständig halt. Sind wir endlich da? Ah, da komm. Hier Fuchsbau, Lager-Update. Objekt Lehman unter schwerem Angriff durch sowjetische Kräfte. Beeilen Sie sich mit der Rückkehr. Kommen. Gemada verstanden. Trennung. Gemada derzeit in Latin Night eingetroffen. Verlegen jetzt nach King Arms, um dort mit Major Boardman zu sprechen kommen. Ihr Fuchsbau, ja, aber geben Sie ein bisschen Gas. Immer noch verstanden, Frage, sollen wir mit dem Nachschub verdammt zurück zur Basis oder nach Lehman verlegen kommen? Zur Basis auf gar keinen Fall nach Lehman, weil die Lage dort völlig unklar ist. Hier mal da verstanden, komm. Ihr Fuchsbau, Ende. Ziehen an alle Lageinformationen. Objekt Lehman wird von russischen Kräften derzeit angegriffen. Fuchsbau benötigt dringend weitere Nachschubmaterialien in unserem Hauptquartier. Das heißt, unser Ziel jetzt Aufnahme der Materialien, anschließend aufgesetzt ist, zurückverlegen zum Ausgangspunkt. Ende. We'll be right back.
1 linksseitig von der Straße auf die Wiese erstmal fahren. Trennung Fahrzeug 2 nachsetzen, dann rückwärts hier zum Jans-Tarnitz. Ende. Abgesessene Teile dann in die Rundumsicherung gehen, beziehungsweise Marder 2 beim Verladen helfen, Marder 1 beim Fahrzeug sammeln und dann in die Rundumsicherung gehen. Ende. Wo ist das Tarnnetz? Ja, dann müssen wir noch zurück. 3. Ja, noch ein bisschen. Oh, noch weiter. Okay, noch ein Stück. Weiter. Stopp. Noch ein Meter. Alter, wie weit will der denn? Fahrzeug 1, Motor out. Halt. Fahrzeug 1 nach links einschwenken und noch 2 zurück. Kann ich nicht ziehen. Okay. Muss mit dem Arsch noch weiter hier ran. Okay. Fahrzeug 1, haben Sie das verstanden? Ja. Negativ, bitte wiederholen, kommen. Fahrzeug steht. Jetzt vor Halt, alles absetzen. So, wo soll ich das Zeug reinladen, wenn hier niemand ist? Hier ist rechts. Oh, jemand links. Baser mit Jan zusammen, östlicher Ausgang, den Mauereingang überprüfen. Oho. Ich kann von hier oben nicht wirken. Von hier oben ist ziemlich scheiße. Ah, verstanden, dann jeder selbstständig überprüfen, Trennung. MG3 westlicher Ausgang, Trennung. MG3 Richtung Süd am Ausgang ausrichten, Feindrichtung. Ja. Joker, schau mal, ob du vielleicht auf irgendein Dach hochkommst. Da bin ich dir schon ein voraus. Vorbildlich. Zinnern alle Lageinformationen. Wir werden keinen weiteren Nachschub befördern. Wir rüsten jetzt Fahrzeug aus. 2 Tonner werden mit dem an östlichen Stadtrand verlegen, dort Stellung aufbauen und Feind abwehren. Ein MG3-Rucksack in den 2-Tonner, Trennung 8-10, ein Sandrucksack in den 2-Tonner. Na dann, schnappt ihr mal einen MG-Rucksack. Flori,
Florian, hier in der Hütte sind zwei Milanwerfer. Ha, verstanden. Schmeiß mal einen davon in den Zootonner. Zehn hier, drei kommen. Hört. Will mich wieder ankommen. Ha, verstanden. Alle kurze Informationen zum Ablauf. Wir werden jetzt aufgesetzt mit dem Fahrzeug wieder in die Stadt verlegen, an der Kreuzung, wo wir eben lange standen. Von da abgesessen, vorrücken und Stellung, Auskundschaften, die wir beziehen werden. Ende. Sicher, dass du da schon einfach jetzt mit so einem ungepanzerten Mistkarre dahin willst? Ja, wir haben die dritte noch vor uns. Ja, weil da, ich sag mal, 500 Meter von hier war die Explosion. Hm? 500 Meter von hier grob war die Explosion. Also nicht. Okay, aber der Fuchs ist voll, wenn wir jetzt erst noch rumladen und einen Scheiß dort ewig. Okay. Wärst du? Ja, mir egal. Wir geht passen da wahrscheinlich eh nicht alle drauf, oder? Boah, müssten wir passen. Sind dann alle dann jetzt bereit machen, nochmal Ausrüstung überprüfen. Wir haben soweit alles, was wir noch brauchen, mitgenommen. Trennung. Fahrzeug. Hinten ist alles frei. Alles aufsitzen. Hey. Hallo. Florian, machst du Beifahrer? Ja, wir fahren einfach in die Straße runter und halten an, das kriegen wir schon hin. Was steht zum Panzer und dann halt? Halt. Halt. Absetzen. Schützenreihe ums Fahrzeug mal. Nächste Möglichkeit rechtzeitig wäre ein Route ASR 8, korrigiere 4801 Alpha, da nächste Stellungsmöglichkeit für Mal 1 kommen. Ja, verstanden, Stellung beziehen, wir befinden uns linksseitig der Straße, MG wird direkt an der Straße positioniert. Feindbewegung an der Tankstelle voraus. Ja, verstanden, John Kaffee, freier verkannten Feind. Salvo, bist du? Ja. Kannst du hier ein bisschen irgendwo ausrichten? Hm. Scheiß Baum ist im Weg. Ja. Dann müssen wir den fällen. Warte mal. Wow. Alter Joker, erschreckt mich doch nicht so. Komplette Feindgruppe unten auf der Straße. Nein, nein, nein,
sagst du? Ja, da ist noch einer. Der zeigt nur seinen Kopf, ist wahrscheinlich für sich. 10 hier ein, wir haben die Position zurück. Wir haben uns keine Möglichkeit zu helfen. Ja, jetzt hast du die Kosten gekriegt. Ja, schwierig. Lade. Ja, dann übernimm du kurz. Knippst den aus. Joker, du musst mal Position für dich und die Straße legst, damit wir kommen zu können. Mal einen Straßenüberqueren bei mir sammeln. Erwarten Sie einer? Er lebt immer noch. Haben vielleicht eine Möglichkeit was gefunden? Das ist ein kleines genau Haus, da prüfen wir jetzt, ob wir von da aus Einsicht haben, komm. Ja, ich stoppe die Soldaten da hinten. Welche Richtung? Ja, 75 Grad. Kann ich von hier aus nicht sehen. Wow, eigener Panzer. Mal dazu, jemand anderes. Haben Stellung bezogen am weißen Störung. Haus markant am Ortsende auf der rechten übernehmen. Seite. Komm. Wechsel Rohr. Und lade. Oh, ich brauche Munition. Ja. Ist das ein eigener Hubschrauber? Ich kann gar nicht sehen. Okay. Wieder zwei. Jump auf der Hose. Wir müssen zustimmen. Links auf dem Feld. Das eigene? Ne, Russen. Kann ich nicht sehen. Ja, ist auf der Straße auf jeden Fall noch einer. Lade. Sind dann alle Lage. Kalibade 1 befindet sich rechte Flanke, rechtzeitig Straße, MG3 direkt an der Straße, linksseitig. Ich befinde mich mit Jan auf der ganz linken Flanke. ZR-Schütze frei verfügbar, Trennung. Joker hat schon eine Position gefunden, komm. Momentan bin ich genau links von Ihnen. Ja, verstanden, Trennung. Razor schafft mal die Milan zum MG3. Ja, verstanden, komm. Beziehungsweise stell die Mila bei dem MG3 an die Straße, dass die Straße runterwinken kann, falls da was nachkommt. Jo, versuch das Ding hier hochzuschleppen, das ist schon eine optimale Position. Mal 1 hat die Anblick auf Feindbewegung, komm. Die Mila anlegt im Fahrzeug. Negativ, keine Einsicht, komm. Sonst wäre die Aufgabe ja ein bisschen zu leicht. Also aufs Dach, ja. Ja, wenn wir das Ding hier platzieren können, dann haben wir ein gutes Schussfeld. Okay. Wir haben noch Panzerfaust hier neben meinem Auto. Genau. Auf der Straße haben wir nämlich so einen scheiß Winkel. Zehn Jahre, komm. Hört. Versuche es beim MG3 aufzubauen, komm. Hi, irgendwo, wo das vernünftig steht, Trennung. Weil wir haben noch verbündeten Kampfpanzer, zwei verbündete Kampfpanzer sowie Kampfhelikopter im Vorraum. Trennung. Hier drei Melderaufwand Richtung 5 Grad oben auf Höhe. Jo, so ein Apache macht gut was aus. Ja, der räumt was weg. Ja.
Reihe 10, haben wir jetzt keinen Einblick drauf, oben am Horizont oder wo? Fuchsbau, Yamada, komm. Hier 3, markant linksseitig der Tankstelle oben am Hügel, markant schwarze Rauchsäule, hat sich jetzt aber bereits aufgelöst. Kommen. Ah, verstanden. Komm. Ende. Fuchsbau, Yamada, komm. Ja, noch einer. Challenger-Panzer wird in Breten in die Luft geflogen. Ja, vorne sieht der Soldat auf der Straße. Ah, er kann den Augen halten, das heißt, der Feind ist relativ nah. Okay, Schuss. Links an der Tankstelle, direkt an der Tür. Ich sehe da gar nichts außer so einem grünen Strich. Razor eigentlich. Weiß ich nicht. Bin da. Aha. Also, vorsichtig mit dem Ding. Ja, genau. Und hock dich ab. Auf der Straße. Ja, es geht glaube ich nicht zu tragen. Ja, achso, ne, ja, na klar. Ne, das geht ja nicht. Ich dachte jetzt eher, platziere das Ding schnell und geh in Deckung. Yeah. Geht das? Wieder komplette Feindgruppe in der Innenstadt, linke Straßenseite. Razor ist doch hier. Ich habe ja auch eine leichte Störung an der Waffe. Ich habe starkes Feindfeuer von Tankstelle. Ja. Ah, verstanden, das ist jetzt schon aufgelöst, wenn wir nicht da hinten ausweichen und dann müssen zum Ziel kommen. Gib mich mal bitte. Ja, ich mich auch. Ich brauche mal einen neuen Gurt so nebenher, Roman. Geht's dir noch gut da oben? Hier Mana 2, wie ist die Lage vor Ort? Komm. Hier Mana 1, befinde mich außerhalb des Compounds. Danke sehr. Aber einzig, Trennung. Aktuell zwei feindliche Schützen noch im Compound. Der Rest auf der Straße, komm. Ha, verstanden, wenn das zu heiß wird, gleich ebenfalls weiter zurück aus. Trennung. An alle, wir weichen aus, sobald ihre Stellung zu heiß wird, bis zum Fahrzeug, dort an der Stellung beziehen. Das ist auch zu gefährlich, weil ich mir den Kühlschrank aus nach hinten nenne. 5 Sekunden brauche ich noch. Jojo, kein Stress, alles gut, alles gut. Ich jetzt ein bisschen. Am feindlichen Panzer auf Straße. Weitere Schüsse von 080 Richtung Tagesschmerzen? Straße. Nee, geht. Dann kannst du weitermachen.
Let's go. Feind auf der rechten Flanke. Siehst du ihn an der Milan, Roman? Ja, ich hab da nur überhaupt keine Einsicht von hier. Okay. Wow. Wir haben Feind Richtung Süden. Ich glaube, die Treppe runtergefallen. Sascha, rein! Ich kann mich nicht mehr schnell bewegen. Sascha, gestoppt. Drake und ich ziehen uns. Feuere Milan. Fahrzeug vernichtet, wir haben Feind im Nahbereich. Nimm die Panzerfaust runter, wir haben Feind im Nahbereich. So, haben wir MG3-Team auf. Vorsicht, wir kriegen hier einen Beschuss aus Südost. Ziemlich nah. Eigene. Ja, da. Wow, Alter, fuck. Drake, wo bist du? Auf der anderen Straßenseite ist Drake. Rüber. Da ist überall Feind. 48 Kilometer. Warte. Ah, nein. Heb ihn auf. Feindliche Schützen bei der Stellung, wo man da angehen war. Wo ist ein Marder 2? Also, wo ist ein Florian? Keine Ahnung. Lass ihn los. Krabbel rein, Drake. Roman? Ja, klar. War der Einzelne noch mit dem MG3-Team zurückziehen? Kacke-Fahrzeug von der Stellung beziehen. Feind ist ziemlich nah. Fünf schwer getroffen. Eins schwer getroffen. Ich hab keine Ahnung, wo fucking Florian ist. Ich kann da nirgendwo mehr richtig hinwirken. MG-Team raus da, wir mir folgen. Roman? Komm mit. Ah, da bist du schon. Alle raus. Ich kann mich nicht mehr bewegen, also müssen wir wirklich. Ja, wir folgen. Scheiße, Feind im Nahbereich hinter uns. Ja, Tiger ist tot. Ja, weiter Richtung Süd. Tiger ist tot. Verstanden. Werfergranate Richtung Südost. Feind weiter in die scheiß Straße runter. Nee, Granate ist außer Reichweite. Feind hinter uns. Oh nee, Eigen hinter uns. Los, weiter zurückziehen, Jungs. Weiter zurückziehen. Überschlagenes Vorgehen, weiter zurückziehen. Los. Roman, hier hinter der Mauer. Roman, hier rechts lang. Geh durch das Tor. Wir haben zu Job, komm hier auf der Straße Richtung Süd aufschließen. Wir haben MG-Stellung aufgegeben und ziehen uns nach West zurück. Weiter? Ah, verstanden, Richtung West und dann zur Straße einschlagen. Eigene Teile? Alles klar, dann hinter. Ja, eine Rauch aus. Roman, eine Rauch auf die Straße. Damit du das kreuzen kannst. Verstanden, MG bei dem Pritschenwagen Stellung wegen Joker. Was kommt da für ein Fahrzeug? Rauch ist raus. Roman, bleib kurz sitzen. Verstanden. Russischer Kanzler ausbereit. Ja, Feuer in eigenem Ermessen. Jan schießt. Jan, hol dir beim Fahrzeug, kriegt eine neue. Senkt. Weiterhin aktiv. Und nach Schuss. Roman bereit machen. Ja, los. Drake hat eine. Roman in Behandlung. Keine Einsicht. Ja, hoffe einfach. Was weg? Nee, der kommt. Stellung aufgeben, am Pritschenwagen vorbei, weiter. Stellung hoch, man kann Panzerwanne zweite Stockstellung beziehen. Razor schnuppt den Pritschenwagen, verlege ich mit der Karre weiter hoch bis zur Kirche. Ja, verstanden, komm. Da oben, das kaputte gelbe Gebäude. Roman kann nicht mehr rennen, ich habe starke Schmerzen, nur noch zwei Gurte. Alles klar.
Yamada, komm. Sind dann alle Truppführer ausgefallen. Okay, wir haben Feindpanzer aktiv in der Nähe. Feindpanzer. Ja, verletzt, oh, ja, ich habe noch Schmerzen, wie soll ich? Glaube, ich muss mal meinen Tourniquet im Bein machen. Okay, okay, mache ich gleich rum, bleib kurz sitzen. Die Karre steht direkt vor euch. Sicher? Bleib kurz sitzen. Ja, alles klar. Satzung ist ausgestiegen vom Panzer. Gefressen, wird wahrscheinlich nicht mehr einsatzbereit sein. Wir stammen sofort auf unsere Position zurückziehen. Drake? Ja, ich brauche danke. Eine Sekunde noch. Ja, cool, Lad. Links ins Gebäude. Nein, du hoch. Hast was. Zweite Stopp, Schmerzen, ne? Ja, ziemlich übel Schmerzen. Andere Straßenseite, los. Jo, kannst weiter. Saal, gebt dir was? Ja. Weiter, Roman. Achso. Kannst weiter, Roman. Und dann gutes ja, rechtzeitig von dir, zweiter Stock zu Drake, ins Gebäude. Ein Gebäude weiter. Joker weiter zurück, irgendwo hinten bei der Kirche, zweiter Stock, Stellung beziehen. Ich muss mir kurz noch Munition am LKW holen. Felikis, hast du reingemacht? Alles klar. Vorhin. Feine. Sind, glaube ich, wieder ab, oder? Hast du nach Turnkey. Ja, alles klar. Feindliche Panzer noch. Alles klar. Feindliche Panzer Straße, wo das nicht mehr einsatzbereit ist. Danke dir. Ja. Feinde auf Straße, vor Panzer. Kuriere, Fahrzeug gibt es keine Munition mehr, bin jetzt auf Sterben geschickt. Schmerzen oder geht? Ja, hau mal den Rauch von mir ab. Rauchentwicklung, Straße runter. Fennecke kannst du abmachen. Kriegst du jetzt ein bisschen? Oh, hier mal G36 Munition. Nee, also ich kann nicht. Geh mal mit zu dem MG3 hoch. Muss jetzt wieder P8 schießen. Ja, wo steht denn der LKW? Da ist auf jeden Fall ein Bruder. Ja, der ganz hinten am anderen Ende steht der. Ja. Aber du solltest eben schon mal Munition holen. Ja, hab ich doch. Alle. Ist schon wieder leer, oder was? Ja. Mit viel Feind. G36 Munition hab ich noch. Rucksack hier. Wenn du was abwehren kannst. Ja, na klar, ich hab doch vorhin das Fahrzeug umgeladen, das hab ich nicht alles eingekriegt. Ja, dann gib mir noch was. Ja. Ah, aber hier siehst du auch nichts. Komm auf den Frack, Sal. Sal? Ja? Ja. Schau mal. Geh mit dem Roman linksseitig von der Kirche da hinten in das Haus, was halb offen ist. Siehst du das? Ja. Hinten am Ende des Platzes ist, geh da hin. Wir ziehen uns noch ein Stück weiter zurück, dass wir den offenen Platz vor uns haben. Okay. Den Razor mit. Razor? Wir haben einen Weg aus dem Gebäude raus. Weiter zurück zum Britschenwagen verlegen. Dann bringe noch Panzerfaust mit an die von nach vorne. Verstanden, dann wenn du runterkommst, linksseitig vom Britschenwagen zweistöckiges Gebäude Umstellung beziehen. Hätte ja auch die Treppe nehmen können, ne? Aber alle. Nein! Boah, wer nimmt denn schon die Treppe? Holo. Treppen ist was für ein Anfänger. In der Ecke zu Jan mit. Du sicherst recht Richtung. Jan? Geben Sie.
soll, zu Jan. Auf der rechten Straße ist halt vorgerückt, kommt Trupp vernichten. 10, ja. Und auf die Straße runter, wo wir herkamen, war Feind. Ha, verstanden. Jan, hast du dir vorne die Ecke im Griff? Jo, hab ich. Hast du noch eine Panzerfaust? Bestätige. Ja, da. Jo. Er hat einen vereinzelten Feind hier die Straße runter und auf der rechten Flanke, ziemlich nah. Okay. Okay. Oh nein. Du musst mir mal jemanden holen, der mir helfen kann. Razor wusste, wie das geht. Razor? Oh nein. Oh. MG ausgefallen. Männlicher Schütze die Straße runter, mein kaputtes Gebäude hat zerstört. MG2 gefallen. Ach du Scheiße. Ja, ich wurde getroffen, ich muss mich kurz verbinden. Er ist tot. Achtung, Eigner. Jo. Will ich helfen? Lena. Ja, schnapp dir die Panzerfaust, wenn du keine hast. Ja. Aber ich guck mal. Ich sehe halt unten an der Kreuzung nichts. Ihr müsst da mal irgendwie. Drake? Ich hab mein. Ja. Komm, bin mit ZF da. Ja, gut, okay, dann Drake, bleib du unten und ZF. Also, Joker, guck du über mich. Ja. Danke, Schmerzen sagen. Nee, keine mehr. Gut, weil ich will dir auch keine zweite geben. Schade. Nachher liegst du mir sabbernd hier in der Ecke, ey. Das ist der Panzer von vorhin. Aber da kam gerade Schuss genau von dem Fahrzeug. Okay, sonst alles gut, bin wieder weg. Ne? Danke. Da jemand unter dem Fahrzeug ein bisschen im ganzen Müll vergraben sein. Sehr schlecht anzusehen. Ach, die 10, wie ist der Status von Roman? Komm. Hier 8, Roman gefallen. Saal wieder einsatzbereit, komm. Ah, verstanden. Fuchsbau hier am Marder, komm. Nicht weit weg, Joker. Alles. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht ausmachen. Nur zwischen den Trümmern, wie es aussieht. Bei dem Panzer? Ja, ja, ich glaube schon. Erkannt. Jetzt rechts zwischen den Trümmern. Vernichtet.
Lichtet. Rein Gebäude. Dann alle Lageinformationen von Kontakt zu Fuchsbau nicht möglich. Wir versuchen Feind, solange es geht, aufzuhalten und zu binden der Trennung. Sollten überrannt werden, selbstständig rauslösen und in der Basis sammeln, dort regruppieren und dann weiter zurückverlegen. Joker, kannst du mal gucken, ob er noch Munition für mich bei hatte? Oder Infanterie an der Straße! Lichtet. Ja, der hat noch einen, eine Box hat er noch. Hast du Platz? Dann steckst du kurz ein. Ja. Bis jetzt ist alles ruhig, keine weiteren. Verstanden, ich möchte das Kasten hier rein. Das ist übernehmen so lange. Ein Kasten ist da nur noch, ich habe aber gar keinen Platz. Okay, ja, dann robb ich da hin. Übernehmen deinen Platz so lange. Okay, hab sie. Ich lade gleich einmal durch, hier hinten in Deckung. Und packe Gurte um. Ich habe die perfekte Stellung gefunden. Pass auf, oberes MG vom Turm, vom Panzer bewegt sich noch. Panzer, Haupt. Was ich bekämpfen? Wiederholen. Sekundärwaffe von Panzer noch aktiv. Verstanden. Kann ich gefährlich werden für euch? Positiv, hat ziemlich gut Einsicht auf uns. Hier vorne liegt noch eine Panzerfaust. Ja, verstanden, Drake, Panzerfaust frei. Wie weit also ist Roman? Das weg, Joker? Sag ich dir sofort. Entfernung 180, 190, 190. Also 200 kann. Aber sehr gut. Alter, Leute! Schöner Schuss trotzdem! Einmal mit Profis, warte, Drake, ich hab hier was Neues. Alter, Joker, verdammt! Drake, hier, schnapp dir die Panzerfaust. Lageinformation. Zeile Marder melden mehrere Ausfälle, haben uns bei Kirche in Objekt Kingsgate verbarrikadiert, während Feind aus östlicher Richtung abhalten derzeit die Stellung, Trennung. Teile dritte Kompanie vermutlich ausgefallen, Feindaufschwung derzeit nachgelassen.
Komm. Ihr Fuchsbau, erwarten Sie weitere Vorstöße des Gegners? Kommen. Hier Marder, unbekannt. Wir hatten derzeit die Stellung, müssten Feind auflaufen lassen, kämpfen innerorts, haben Hauptstraße mit Panzerabwehrmine sowie Seitengasse mit Slam bestückt, um Flankenangriff des Feindes zu unterbinden. Komm. Hervorragend. Können Sie eine Aufklärungspatrouille Richtung Ortsrand schicken? Kommen. Marder negativ. Wir sind zu stark geschwächt. Komm. Ihr Fuchsbau, wie viele Ausfälle hatten Sie? Komm. Joker? Ja. Irgendwo ist hier eine verdammte Tür aufgegangen. Marder melden 4 Ausfälle. Komm. Es gehen hier andauernd die Türen. Ihr Fuchsbau. Okay. Gut, dann warten Sie, bis Ablösung kommt. Kommen. Ja, Marder, verstanden, inne. Na, 2 in 10, Auftrag. Ja, weiß nicht, ich hab nur gehört. Zurück. Komm. Ja, verstanden, wir verlegen zurück. 8 der 10. Hat. Sollen wir noch eine Panzerfaust oder Munition mitnehmen? Komm. Ich brauche MG-Munition. Nimm du noch eine Panzerfaust mit, ansonsten braucht das G3 und das MG3 noch Munition. Check. Negativ. Hat Drake, dann schnapp den Rucksack MG3-Munition und schmeißt den mal soll hin. Komm. Verstanden, wird ausgeführt. 10 an alle Lageinformationen. Der Fuchsbau lässt uns weiterhin die Stellung halten. Aufklärungsmission von uns nicht durchführbar aufgrund der Mannstärke. Wir erwarten jetzt Unterstützung der 4. Ende. Marder hört. Ihr Fuchsbau, Centaur hat QRF in etwa 15 Mike versprochen. Komm. Hier Marder, verstanden, komm. Ihr Fuchsbau, Ende. Ziehen dann alle weitere Lageinformationen. QRF von Fuchsbau, Ankunft in 15 Mikes. Ende. Ich würde sagen, Zeit für eine Kippe. Und wieder? Klar. Irgendwie muss ich ja die Zeit tot kriegen. Okay, da gebe ich dir recht. Siehst du ihn schon? Da ist der Roman. Boah, ihr habt ja übelst den weiten Einblick hier. Ja. Cool. Komm, Hubschrauber. Feindlicher Kampfhubschrauber Mi 8. Ja, alles runter, klein und hässlich machen. Komm, Joker, den Pilot holst du raus. G3, eine Salve frei, wenn das in Kampfreichweite ist. Nein, verdammt. Okay, die schießen, der ist bewaffnet. Ja, der hat eine Rakete. Hier, Joker. Kopf entziehen, wir sind nicht da. Und deine Bastard. Oh, Joker hinter dir. Oder was war denn das? Oh, shit! Kommt das her? Soll Joker runter ins Erdgeschoss. Alter, das ist ein Feindfahrzeug oder so ein Scheiß. Joker? Könnt ihr ausmachen, was da schießt? Negativ, hört sich an wie irgendwas Größeres aus Nordwest-Nord. Das sind eigene Teile von einem von uns verbündeten Checkpoint. Joker? Also das, was auf den Heli geschossen hat, meine ich. Nee, du schießt was auf uns. Das ist der Hubschrauber ins Erdgeschoss, los! Runter. Oh Gott. Wir schießen alle in den Kopf. Pass auf, hier ist irgendwo die Mine. Alter! Im Rückraum ist Feind!
Alter, leck mich doch am Arsch. Joker, bist du noch hier? Ich bin hier draußen. Ich bin Joker, noch nicht im Gebäude, wo der Raketenfeuer. Im Erdgeschoss ist alles cool. Da ist Feind, vermutlich Richtung Südwest. Ich glaube, das Ding schießt einfach rückwärts. Meinst du? Ja, ja, das schießt. Aber da war Rauchentwicklung. Toll, Joker. Ja? Ist auch gut. Okay, find mal raus, was da auf euch schießt. Das müsste der Hubschrauber gewesen sein, aus dem Hacker aus. Oh Gott, wieder hinter. Geh weg hier. Komm, der kommt wieder rein, Alter. Falls Sie gegebenenfalls Gebäude wechseln, wo ihr unaufgeklärt seid. Vorsicht, kommt zurück. Es war schön mit dir, Joker. Es war auch schön mit dir sein. Oh Gott. Besser, ihr seid hier weggekommen. Ach, leck mich doch am Arsch! Okay, tut mir das so für die Nacht. Alter! Dieser Hurensohn. Das sah aber echt gut aus. Wurzbomb erwischt? Nein. Alter, ich hab dich angeguckt, ne? Jeder einzelne Schuss komplett einmal in der Silhouette und ich... Oh, hier maler Kopf. Diese Hunde. Komm zurück. Oh ne, wieder runter. Komm. Fuchsbau, hier Mana, komm. Nee, das ist leer. Du hörst den Schuss nicht. Dann schießt man rein. Oh, Vorsicht! Eieiei! Ah, verbindete Teile schießen auf den Helikopter. Ah, der Helikopter schießt auf die rechte Flanke. Ey, ich stehe hier hinter. Was, sag mal, was ist denn hier los? Schießt auf uns beide. Der hat sich das Haus einfach ausgesucht. Ich stehe hier als Entdeckung. Fuck it. Oh, der ist weg hier. Er kommt genau mit Raketen auf uns zu. Oh shit. Pass auf, der schießt jetzt wieder hinten raus, bleib hier. Alter. Ja, das ist so. Das hört sich nicht so gut an. Also für ihn. Ja, ich glaube, der Pilot ist tot. Klar, Joker soll wieder auf Position gehen. Ah ja, okay. Zeit für eine Kippe. Ja, viel Spaß bei deiner Kippe. Ach nö, Erdgeschoss, Joker. Erdgeschoss. Du Scheiße. Können aber auch echt nicht Ruhe geben, ne? So langsam ist echt gut, ja. Das Ding ist, dass das genau die richtige Taktik ist. Und jetzt noch die Stärken auslegen. Kein Platz mehr. Ja. Fahrzeug. Hi. Okay, Leute, cool bleiben, das ist immer noch weit weg von uns. Was brauche ich mal da, komm. Fuchsbau hier, Marder, komm.
letztere war schon sehr nah bei unserer Stellung dran. Ja, verstanden. Fuchsbau, hier Marder, komm. Marder, hier Fuchsbau. Hier Marder, lange Information, wir stehen unter Artilleriefeuer, komm. Hier Fuchsbau. Soeben hat die Infanteriespitze von Centaur den Standort hier passiert. Sobald die bei Ihnen aufgeschlossen sind, sammeln im Camp, komm. Hier, Marder, verstanden, komm. Hier, Fuchsbau, Ende. Hallo, Marder, melden sich an. Den Gruß haben Sie sich verdient. Ich bin stolz auf Ihre Leistung. Meine Herren, das war exzellent.